Dankeschön. Herzlich willkommen zu diesem Livestream-Konzert. Ganz ungewohnterweise, nachdem wir jetzt ja doch schon wieder es eher gewohnt sind, vor Publikum zu spielen, jetzt hier mal wieder nur über das Internet übertragen zu werden, ist ein schönes Gefühl auch, weil man weiß, es geht in die Welt hinaus. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier zuschaut, hier draußen. Diese Band ist brandneu. Hat sich gestern zum ersten Mal getroffen, um meine neuen Stücke zu spielen, meine neue Musik, die ich geschrieben habe dafür. Und ich freue mich wahnsinnig, hier mit diesen Leuten hier zu sein. Das Projekt heißt Vagabond Souls. Und das erste Stück trug gleich den aufschlussreichen Titel Fatigue is an Asshole. Und es geht weiter mit einem Stück namens FWE. Viel Vergnügen.
Dankeschön. Oh, Applaus von draußen. Das ist ja schön. Wir haben Live-Applaus von vor dem Salon de Jazz. Ja, jetzt haben wir viel am Stück durchgespielt. So ohne Publikum fühlt es sich auch quasi ein bisschen organischer an, das zu tun. Und den Redeblock fasse ich hier jetzt mal zusammen. Es gibt nämlich doch auch ein bisschen was zu erzählen zu dieser Truppe. Und vielleicht interessiert ihr euch auch ein bisschen dafür, wie es dazu kommt, dass wir heute Abend hier sind. Ich bin extrem glücklich, hier sozusagen ein Sammelsurium meiner besten Freundinnen und Freunde und musikalischen KollegInnen zusammen zu haben heute Abend. Und das Spannende ist, dass sich das Ganze eigentlich aus verschiedenen Projekten rekrutiert, die ich betreibe und auch schon teilweise seit einigen Jahren. Es ist quasi eine Zusammensetzung verschiedener Bands. Da gibt es einmal meine Band, mein Projekt The Human Element mit Gero zuvorderst und auch Alex am Schlagzeug, Gero Schippmann an der Gitarre, Alex Parzhuber am Schlagzeug. Dann gibt es Heidis Band Virtual League, wo ich mich sehr glücklich schätze, mitspielen zu dürfen. Da ist auch Lisa her, die spielt da nämlich auch mit. Und dann gibt es auch noch das Subway Jazz Orchestra, wo Philipp, unser zweiter Gitarrist, mitspielt. Ja, Philipp Bremswick an der Gitarre, Lisa Wolf am Bass, nicht nur Kontra, sondern auch E-Bass und Heidi Bayer an der Trompete. Mein Name ist Johannes Ludwig. Ich habe diese ganze Musik zusammen komponiert heute Abend und bis auf das Stück, was wir gerade eben gespielt haben, sind alle Stücke brandneu. Die habe ich innerhalb der letzten 14 Tage geschrieben. Der Termin macht die Musik, sagt man auch so schön. Und ich wusste, dass es großartig wird, weil ich diese großartigen Leute mit dabei habe. Aber ich bin umso froher, dass es noch schöner geworden ist, als ich es mir überhaupt erträumt habe. Das einzige Stück, was schon ziemlich alt ist, ist das Stück von gerade eben, das den Titel Sing trägt. Dieses Stück hat für mich schon eine ziemliche Geschichte. Ich trage das schon eine Weile mit mir rum. Ich habe es 2014 geschrieben. Damals konnte ich es überhaupt noch nicht spielen, weil es viel zu schwer war. Und dann habe ich es über die Jahre immer wieder versucht, mit verschiedenen Projekten zu spielen und aufzunehmen. Schon dreimal habe ich es versucht aufzunehmen. Einmal hat sich sogar jemand bei der Aufnahme übergeben. Und es sind schon diverse Dinge passiert, weshalb es das Stück nie auf eine Platte geschafft hat. Aber jetzt ist der Moment, wo ich meinen Seelenfrieden mit diesem Stück finde. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir ab morgen für 3 Tage im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks zu Gast sein werden, um diese Musik so richtig schön amtlich auf Platte zu bannen. Ja, hier bannen auch schon Leute den Ton und das Bild für euch ins Internet. Das ist Clemens Ort, der überhaupt hier diese tolle Location Salon de Jazz betreibt und dem wir es überhaupt auch zu verdanken haben, dass wir heute Abend überhaupt hier sind. Danke, Clemens. Und Marc Steffen, wer ist eigentlich mit Nachnamen, das weiß ich gar nicht. Marc Steffen Göwe an den Kameras, der hier dieses wunderbare Bild für euch zaubert. Danke an drin geblieben, dass ihr das streamt. Ja, wie ist denn die Luft hier drin? Wir machen hier auch gleichzeitig gerade so eine kleine Lüftungspause. Spielen jetzt aber auch gleich noch 3 Stücke. Was wir jetzt spielen heißt Never Seek und featured Gero an der Bariton-Gitarre. Das ist auch ein ganz besonderes Instrument. Das ist eine Gitarre, die eine Quarte tiefer gestimmt ist als eine normale Gitarre. Ja, jetzt fällt mir auch wirklich nichts mehr ein und ich glaube, wir spielen jetzt dieses Stück. Viel Spaß! Thank you.
Danke. Das war What Do You Regret? Und ich regrette es, ich, dass dieses Konzert jetzt fast schon vorbei ist, weil es macht unglaublich Spaß zu spielen für uns. Und ich bin so froh, dass diese Menschen zusammengekommen sind, um meine Musik zu spielen. Das ist nämlich wirklich ein besonderes Gefühl, auch wenn man so Musik schreibt bei sich zu Hause und sehr viel vorbereitet, was auch über die Musik hinausgeht, Dinge organisiert, schaut, dass alle was Warmes zu essen haben während der Proben und so weiter und so fort. Da gibt es ja diverse Fragestellungen, die sich da auftun. Und wenn das dann alles Wirklichkeit wird, ist das wirklich ganz wundervoll. Nochmal danke an euch, dass ihr hier uns zuhört und zuschaut. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, über PayPal was spenden. Da müsste beim Video auch ein Link zu sehen sein. Denn das Ganze wird zwar auch gefördert von Geldern aus Neustadt Kultur, worüber uns wir auch sehr freuen und uns auch bedanken. Aber trotzdem ist es ja so, dass man, genau, wenn es einem gefallen hat, trotzdem noch was da lassen darf. Da freuen sich trotzdem noch alle. Dankeschön. Philipp Bremswig an der Gitarre. Yay. Alex Parzhuber am Schlagzeug. Ich lasse so eine kleine Pause, damit ihr zu Hause applaudieren könnt. Lisa Wolf am Bass. Gero Schippmann an den Gitarren. Heidi Bayer an der Trompete. Das ist übrigens die erste Band, in der sie nur Trompete spielt und nicht auch Flügelhorn. Was daran liegt, dass wir unter anderem auch sehr laut spielen. Mein Name ist Johannes Ludwig. Diese Band heißt Vagabond Souls. Und was wir jetzt gleich tun werden, ist einfach mal sehr laut spielen. Viel Spaß und bis bald. We'll be right back.
vielen Dank und einen schönen Abend euch. Bis bald. Thank you.